So Leute, da bin ich wieder, Emre 70 am Start und dann wollen wir mal. Was haben wir denn? Freiheitskämpfer? Was machen die denn hier drin? Okay. Gib mir wieder, wo ist denn mein. Hier, nehmen. So, schauen wir mal weiter. Ach, hier wäre auch so ein Ding. Okay. Ah, da sind noch mehr. Da haben wir noch ein paar von denen. War das alles? Gut. Würdest du bitte. Was denn jetzt? Sie sind so unselbstständig, ne? Wie kleine Kinder. Oh Mann. Wo ist denn meine Fackel? Hier, her damit. So. Ja, das ist gemein, ne, wenn ich das sage. Aber es ist so. Die machen nichts, wenn ich da nicht anfange. Oder aber sie sind genau das Gegenteil, ungezogen und kämpfen einfach los, wo sie nicht hin sollen. Wo sie eh wieder nur verrecken. So. Komm mal her. Mit roher Gewalt. Danke. Naja. Man muss ja. Wenn man schon so ein Hau drauf dabei hat. Dann müssen wir auch. Da vorne ist, ja, klar. Ein Riss, natürlich. Was sonst? So, dann gehen wir mal hier durch. Ups. Ich glaube, die war hier irgendwo. Nee. Doch, klar, hier irgendwo war sie. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich diese ganze gottverdammte Ruine abgesucht, wie eine Bekloppte. Die offenbarten Symbole zeigen zwei Hände, die um den Mond gelegt sind. Gut. So. Hallo. Ja, klar. Schämen, was sonst? Ich habe euch so lange nicht gesehen. Ich habe richtig Sehnsucht gehabt. Verdammt. So. Da hinten. Hör auf. Such dir doch mal ein anderes Opfer. Warum immer auf mich? Ich weiß, dass ich schön und begehrt bin, ihr Idioten. Was ist. Schatten. Okay, nächste Runde. Nächste Runde, auf geht's. Ja. Fangen wir gleich mal an. Ja, also ich finde am schlimmsten, ne? Ihr wisst es, ihr kennt meine Meinung, sind diese. Dorian geht's gut, hört auf. Was ist denn? Mit was tust du dich denn ab? Blackwall, würdest du diesen einen Dämon bitte niedermachen? Ja, gut jetzt hier. Dann betäube ich ihn mal kurz. Vielleicht kommst du dann weiter. So, Dorian, steh auf. So. Blackwall, er ist betäubt. Du kannst ihn niederhauen. Danke. Ach Gott, ja, ich sag's euch. Wie kleine Kinder, oder? Was ist, Dorian? Hört auf, mich anzustarren. Ich frage mich, ob euer Misstrauen der Magie gegenüber wohl durch Vertrautheit geheilt werden könnte. Ich muss mit eurem Ding nicht vertraut sein. Hört bitte auf, Ding zu sagen. Und bedenkt doch, wie viel die Magie bewirken kann. Sie bringt euch und jedem anderen Vorteile. Es ist, wie es der Erbauer gesagt hat. Die Magie soll den Menschen dienen. Das ist mir egal. Ich mag euch, Dorian. Macht das nicht kaputt. Okay, gut. Das war das Wort zum Sonntag. Es ist auch gerade Sonntag wieder mal. So. Blackball. Aber gut, die Truppe ist wesentlich effizienter. Ihr seht das, ich glaube, ich habe die auch besser ausgerüstet, weil ich die ja vorher eine ganze Zeit lang dabei hatte. Gibt es hier noch was? Wo sind wir denn hier überhaupt? Ja, dann nehmen wir das mal Kiste. Wenn wir hier schon sind am Arsch der Welt, dann nehmen wir das auch noch mit.
goldenes Horn. Okay, keine Ahnung, was das ist. So. Da ist noch ein Mosaikteil, oder? Ich glaube, hier war ich noch nie. Es gibt immer was Neues zu entdecken. Eins von 12 Teile. Ja, ihr könnt mich nicht... Ihr könnt mich nicht meinen. Das suche ich. Da suche ich mir den Arsch nicht ab. Geh mal weiter. So. Wieder zurück, weil es gibt ja hier keinen Ausgang. Na gut. Ich hab Schluck auf. Entschuldigt bitte. Wie war das? Denkt an mich und küsst eine andere oder so ähnlich. In jungen Jahren, als Teenager, hat man das doch immer gesagt, oder? So. Nichtsdestotrotz suchen wir den Ausgang. Wir sind wieder frei. Wo müssen wir denn hin? Was ist hier? Vorratsknappheit. Ihr lasst mich in Ruhe mit eurem Zeug hier. Verstreute Glyphen, na klar. Links und rechts ist noch ein Riss. Weil ja sonst nichts... So, dann laufen wir mal hier quer, Feld ein, Feld aus. So. Aber wir gehen mal trotzdem hier kurz zu diesen Elfen. Aber nur, weil es da einen Schnellreisepunkt gibt, ne? Ich will mit denen wirklich nichts zu tun haben. Die sind so arrogant, so zickig und haben so nervige Quests, wo ich echt pissig bin. Ja, die Haller dürfen wir natürlich... Ja, Elfen. Ich kann es kaum erwarten, mir ihren Sermon anzuhören. Okay. Aber ich glaube, hier gibt es einen Schnellreisepunkt. Irgendwo. Oder gibt es den nur, wenn man für die was getan hat? Ich hatte die... Ja, ich war der Meinung, dass die hier... Verdammt mich. Ich mach die Sammelquest nicht. Ihr könnt mich nicht meinen. Ich stand jetzt nur genau davor. Aber gibt's die blöde, den blöden Schnellreisepunkt wirklich nur, wenn man mit denen geredet hat? Verdammt! Ist mir egal. Ich gehe hier dran vorbei. Schau ihn dir. Der schaut schon so. Ne. In Zeiten wie die. Bis zum nächsten Mal. Nee, ich will gar nicht mit dir reden. Oh, nix wie weg hier. Nix wie weg hier. Ja, das Vertrauen von denen erlangen, das ist, nee, ich will nicht. Ich will nicht. Ich gehe baden. So. Ein kühles Bad. Na klar, ein kühles Bad. Und wir laufen mal gleich in einen Riss rein. Super. Ja, was ist das? Geht allen gut. Der Wächter, der schwimmt gerade. Geh mal weiter vor, ich krieg hier irgendwie überhaupt nichts mit. Wenn ich hier bin, kann ich das Ding mal außer Gefecht setzen, oder? So, betäubt. Natürlich außer diese Schemen, ha? Huh? Die lassen sich nicht betäuben. So, guck mal. Warum ist sie tot? Warum hast du sie denn sterben lassen? Was hast du denn gemacht? Was ist denn hier eigentlich? Hier läuft doch irgendwas wieder schief. Irgendwas läuft hier nicht so rund, wie es soll. Ich würde mal sagen, irgendwas läuft hier nicht rund. So, hier, ich weiß gar nicht, wo sind sie denn hier irgendwo? So. Es ist ein einfacher Riss, Leute. Und ich stelle mich an wie der erste Mensch, oder? Guckt euch das doch mal an. Was für ein Blödsinn ich fabriziere. Und haut doch endlich diese Schemen da hinten weg, verdammt mich. So. Meine französischen... Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, meine französischen Luxusnerven. Was war denn das für ein Müll? So, gib mir mal hier. Habt ihr wenigstens irgendwas gescheit? Was ist denn jetzt? Was ist los hier?
Ihr könnt mich nicht meinen. Wir suchen die Glyphe und die muss hier oben irgendwo sein. Na, ganz toll. Da ist wahnsinnig tolles Zeug. Ja, wir kommen natürlich nicht so lang. Wir müssen außen rum gehen. Wir müssen außen rum und rennen natürlich genau in die Wölfe rein. So, einer erledigt. Den zweiten bitte. Und den letzten. Alle guten Dinge sind drei. Ups. Mach du mal. So, da oben ist das. Das ist nämlich sehr, sehr gutes Material. Ups. Und ich glaube, da müssen wir... Psst, geh weg, dober Vogel. Ah, langsam, Viridium, komm her. Schubst mich nicht runter! Rückwärtsgang einlegen. Psst. Auf geht's, hopp, hopp, hopp. Wer seid ihr? Freund oder Feind? Nee, ist alles in Ordnung. Hier lang. Schauen wir mal, wo die nächste ist. Na klar, da ist wieder ein Riss. Super. So. Ah, hier unten. Ich habe aber... Ah, da drüben. Okay, das ist... Das ist doch praktisch. Hallo? Was haben wir denn hier noch? Tagebuch des Vorarbeiters. Freut mich, Vorarbeiter. Gut. Habt ihr hier gegraben, oder? Ja. Die offenbarten Symbole zeigen anscheinend den elfischen Gott der Geheimnisse auf dem Rücken einer großen Krähe. Ja, dieser Tempel von diesem Gott der Geheimnisse. Gott, was ich da geflucht habe und mich verlaufen habe. Das geht wirklich auf keine Kuhhaut. So, hier ist die letzte. Dann wollen wir mal schauen. Ja. Ach, es ist doch immer sinnfrei, oder? Die Schemen haben natürlich das Feuer angenommen, das Element. Und somit sind wir, sind die immun. Verdammt! Wer ist denn da schon wieder tot? Sierra? Ups, ich bin aus meinem Monitor gefallen. Leichen. Okay, wir werden das mal ein bisschen hier... Ups. So. Die sind immun, die Idioten. Aber sie sind in Panik. So. Ja, Sierra lebt noch und wir haben den Riss geschlossen. Von einem Riss zum nächsten. So, hier irgendwo lang. Ja klar, wieder außen rum. Ups. Lesen, was ist hier? Gekritzelte Nachricht, Roselle. Falls du eintriffst, während ich Vorräte besorge, ich habe die gewünschten Kräuter in dem Riss der Felsen in der Nähe des Lagers versteckt. Fang schon mal an zu köcheln. Wir sehen uns dann beim Abendessen. Kaninchen? Na. Ja, aber wir suchen jetzt hier keine Kräuterchen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Hier, glaube ich, plündern. Das dürfte es sein. Genau. Primitive Pflanzenfibel. Na gut. Was? Mein Inventar ist voll. Wollt ihr mich verarschen? Entschuldigung.
Da. Was bist denn du? Zerstören. So, danke. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, dass hier mein Inventar voll ist. Aufheben. Kann ja wohl nicht sein. Ja, wir waren schon lange. Ich war schon lange nicht mehr irgendwo verkaufen oder sonstiges. Aber wie kommen wir denn? Ach, ich nun wieder. Ich will wieder mit dem Kopf durch die Wand. Wie immer. Und habe keinen Bock, außen rum zu gehen. Und hüpf hier. Dadam, ja. Was nicht geht, ne? Geht nicht, ne? Aber man kann es ja versuchen. Bin ich jetzt gefangen hier in diesem Scheiß? Ach komm, nee, ne? Tut mir das nicht an. Ja, das Hallerleder ist mir jetzt auch egal. Na dann hier lang. Wir sind doch völlig verkehrt, oder? Nur mal so zwecks der Ordnung halber laufen wir komplett in die falsche Richtung. Ich will mich ja nicht beschweren, aber wir drehen dann wieder um. Ja, typisch ich. Wie hängst du denn da? Was macht sie denn? Und lasst jetzt die Haller in Ruhe. Ich will jetzt auch keine Haller mehr töten. Das ist mir jetzt zu doof. Wenn die nichts droppen. Wo müssen wir denn lang? Darüber. Na. Schauen wir mal. Wenn wir da... Da sind wir doch hergekommen, oder? Wir gehen jetzt mal da durch. Emerald und die Orientierung. Wenn hier aber auch keine Wege und Straßen sind, verdammt ich. Ich sag's euch, da gibt's ein Gebiet, das ist noch schlimmer. So. Ich kann mich erinnern, dass man da auch nicht rüberkommt. Doch von der anderen Seite konnte ich rüberklettern, ich weiß. Das ging. Hüpf mal hoch, weil da oben will ich noch das Ding haben. So. Iridium. Her damit. Zack. Ja. Dann gehen wir mal darüber. Ups. Ja, überall sitzt hier der Schreckenswolf, ne? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht sein soll. So. Ich schleiche mich hier rüber. Hopp. Mir egal. So. Irgendwie sind wir hier richtig, oder auch nicht? Ah, ja. Oh. Was denn jetzt? Ja, aus und vorbei ist gut gesagt. Mach mal was. Ich helfe jetzt gar keinem. Ich habe keine Lust. Ihr könnt schon mal ein bisschen da selbst auf euch aufpassen. So. Da ist die Glyphe. Und wo haben wir... Nehmen wir das Ding da hier. Schleierfeuer. Schleierfeuer. Ja, mein Freund. So, halt hier. Hopp. So, alte Elfenglyphe. Die offenbarten Symbole zeigen ein Habicht und ein Hasen, die Sonne jagen. Sieht aus wie alle anderen. Mal sehen, was die Forscher auf der Himmelsfeste dazu sagen. Mhm, okay. Elfenglyphen, Pascal. Macht euch auf den Weg, ich schicke euch einen Boten. So. Ach, ich hasse es, wenn das Inventar voll ist. Ich werde irre. Ihr müsst lernen, auf euch aufzupassen. Wie bitte? Und ihr auf euren Arsch. Nein, auf den Arsch eurer Mutter. Großartig. Schön, dass wir uns verstehen. Na gut, das Inventar ist eh voll. Es bringt jetzt nichts, wenn ich hier jetzt... Kann man hier überhaupt... Ja, ich bin schon wieder so neugierig, ne? Ups. Kann man? Ja, neugierig bin ich schon. Zeig mal her. Was bist denn du?
Lyndrils Tadelsmann, Altelfenrobe. Ja, das Inventar ist voll. Ich werd irre. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Verdammt mich. Was hast du für eine Leistung? 55. Ja, halt, nein. Zerstören. Ja, zerstören. So, können wir noch? Ja, den können wir auch zerstören. So. Gib mal her hier. Die Altelfenrobe, ja, die kann, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ich nun wieder, wie heißt er denn? Unser schöner Elf, wie heißt er denn? Solas, oh mein Gott, ich nun wieder. So. Ja, da haben wir das mit den Elfendingern gemacht, mit diesen Glyphen. Und dann würde ich mal sagen, ich marschiere in die Himmelsfeste und werde erstmal das Inventar leeren, weil so geht's nicht weiter. Das ist etwas, was ich gar nicht mag. Hier wartet der Abgrund. Ja, was haltet ihr davon? Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit irgendeiner Hauptquest an. Entweder die Wächter oder die Kaiserin. Ich überlege mir das, wenn ich in der Himmelsfeste bin. Weil da müssten wir mal jetzt noch mal eine Runde mit den Leuten sprechen. Ich weiß nicht, ob die noch was zu sagen haben, bevor wir jetzt hier mit einer Hauptquest weitermachen. Nach der Hauptquest haben sie auf alle Fälle was zu sagen, aber vielleicht haben wir davor noch die Möglichkeit, dass wir irgendwie... Weil wir haben schon ewig nicht mehr mit denen geredet. Das muss sein, Leute. Habt Verständnis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Eure Emre70. Ciao, ciao.